Hallo und herzlich willkommen hier auf Barfußlaufen TV. Mein Name ist Thorsten Ludwig, ich bin der Gründer und Inhaber von Soulrunner Barfußschuhen und heute geht es um ein Modell, ja, das ist schon fast peinlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da macht man wirklich Video über die ganz neuen Modelle, die man hat. Und da kommt ein neues Modell sofort aus dem Lager schicken lassen, damit man ein Video drüber machen kann. Und dann hast du hier einen Schuh. Ich glaube, das ist unser dritter Schuh, den wir gemacht haben. Und jetzt wird es endlich mal Zeit, ein Video darüber zu machen. Das ist das Modell Namaka 2. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Namaka 2, ein Schuh, den wir seinerzeit gemeinsam mit Sportmedizinern entwickelt haben lassen oder entwickelt haben. Fangen wir mal wie immer von unten an. Und da sieht man unsere Sohle, die ist ja nun wirklich schon hinlänglich bekannt. Diejenigen, die unsere Videos öfter verfolgen, wissen das. Wir haben die 4 plus 2 Sohle, also 4 mm Laufsohle plus 2 mm Profil, sodass wir insgesamt 6 mm haben. Das ist eine Sohle, die auch beim Gehen im Grunde den Schmutz wieder verlieren soll, der sich hier unten drunter festgesetzt hat. Wir verkaufen diesen Schuh recht gut an Läufer, aber natürlich passt er auch gut zu Jeans. Das ist im Grunde ein Casual-Schuh, deswegen findet man ihn bei uns auf der Webseite auch unter Casual bzw. unter Sport. Der Schuh ist weit geschnitten, hat also eine ähnliche Weite wie die Modelle Pure zum Beispiel oder aus dem Casual-Bereich die Metis-Modelle. Ist alles auf dem gleichen Leisten gemacht, also hier Leistenweite. Weit, also zu empfehlen für Menschen mit normalen oder leicht kräftigen Füßen. Wenn jemand einen extra kräftigen Fuß hat und vielleicht noch einen sehr, sehr hohen Spann, für den Fuß ist dieser Schuh sicherlich weniger geeignet, zumal es meistens dann hier vorne irgendwo so ein bisschen wohl auch drücken würde. Also normal, schlank bis weit geschnittene Füße passen hier hervorragend rein. Das Obermaterial haben wir nun schon zigtausendfach eingesetzt. Es ist in unheimlich vielen Modellen, vom Transition Vario über Kinderschuhe, über FX Trainer, T1 Surrounder und natürlich hier auch beim Namaka verarbeitet. Ein sehr, sehr tolles Material, abriebfest, atmungsaktiv, wasserabweisend, dazu komme ich aber später noch. Also das ist ein Material, da werden wir auch so schnell nichts ändern, weil das ist top, das hat sich bewährt und zwar zu jeder Jahreszeit. Auch das Innenmaterial hat sich bewährt. Es ist kein neues Innenmaterial. Auch diesem Innenmaterial benutzen wir seit Jahren. Wir sind zwar immer wieder auf der Suche nach neuen Innenmaterialien. Wenn sich da was Besseres ergibt, dann werden wir sicherlich auch mal wechseln. Aber im Moment haben wir hier dieses Innenmaterial. Es ist ein Innenmaterial, was Feuchtigkeit aufnimmt und auch gleichzeitig wieder abnimmt. Ist sehr wichtig, damit es im Fuß nicht zu warm wird. Ja, der Schuh ist ein Schnürschuh, wie man unschwer erkennt. Und er hat hier vorne auch eine kleine Schlaufe. Durch diese Schlaufe kann man dann den Schnürsenkel durchfädeln. Muss man nicht machen. Wir haben die Schlaufe einfach, weil es in unserem Werkzeug drin ist. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Wasserabweisungstest. Und da nehme ich wie immer meine Spritze hier und tröpfle einige Tropfen hier auf das Obermaterial. Da sieht man wunderbar, wie dieses Obermaterial die Tropfen aufnimmt. Also es ist ein sehr toll atmungsaktiver und wasserabweisender Schuh. Nichtsdestoweniger trotz sollte man natürlich die Schuhe auch immer wieder pflegen. Und das macht man am besten mit einem Spray. Wir haben mittlerweile ein eigenes Spray für uns entwickeln und abfüllen lassen. Das ist also ein Spray, was PFC-frei ist, was FCKW-frei ist. Es ist sehr umweltverträglich, es riecht sogar recht gut. Ja, riecht wirklich sehr angenehm. Und die Flasche ist aus recyceltem Material, also lest euch da gerne die Informationen für durch. Die Schuhe, jeden Schuh, das gilt für jede Materialien, für Leder und auch für Stoffe, für Lacke oder auch für Membranen zum Beispiel, Schuhe oder Textilien mit Membranen. Hin und wieder einsprühen, das hilft viel. Ich hatte hier neulich mal einen Test gemacht bei einem Schuh. Ich weiß nicht genau, es war eine Fremdfirma, die nicht wasserabweisend den Schuh ausgerüstet hat. Ich habe das eingesprüht 5 Minuten vorher nur. Wenn man das öfter macht, dann hält es natürlich noch besser an. Und schon hat man gesehen, dass die Wassertropfen nicht ganz so stark aufsaugen, wie das bei manch anderen Schuhen der Fall war oder wie es vorher der Fall war. Also, gerne dieses Spray dazu. Und hin und wieder mal einsprühen, sind 125 Milliliter, recht ergiebig. Ich glaube, kostet 10 Euro
Und das ist sicherlich etwas Gutes, was ihr da euren Schuhen tun könnt. Das soll es schon gewesen sein. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, bitte gerne in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann bedanke ich mich für ein Like und einen Daumen hoch. Und wenn ihr Like und einen Daumen hoch, ich glaube, das ist das Gleiche. Also, ich bedanke mich in jedem Fall dafür, auch wenn ihr diesen Kanal abonniert. Denn umso mehr Menschen diesen Kanal abonnieren oder auch liken, umso öfter wird dieses Video durch den Google-Algorithmus vorgeschlagen. Und das ist etwas, was uns allen zugutekommt, die gerne fast wie barfuß auf der eigenen Fußsohle laufen möchten. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus, ciao.